Hallo und herzlich willkommen auf gerader.de. Wir schauen uns heute ein politisches Thema an, nämlich Arbeitslosengeld und Hartz IV. Ja, was passiert, wenn man arbeitslos wird? Das ist die Frage, die wir uns jetzt anschauen. Das heißt, wir haben erstmal einen Jobverlust. Was passiert dann nun? Man bekommt am Anfang erstmal das sogenannte Arbeitslosengeld 1. Das ist etwa 60% des letzten Nettolohns. Nur das Arbeitslosengeld 1 bekommen wir allerdings nicht für immer, sondern eben nur für 12 Monate. Wenn man etwas älter ist, kann es auch sein, dass man es für bis zu 24 Monate bekommt. Und wenn man nur ein Jahr gearbeitet hat, kann es auch gut sein, dass man vielleicht es nur für 6 Monate bekommt. Also in der Regel ist es allerdings 12 Monate. Für das Arbeitslosengeld 1 muss man auch nichts tun, keine Gegenleistungen. Das bekommt man einfach so direkt. Nun, was passiert, wenn diese 12 Monate abgelaufen sind und man keinen neuen Job gefunden hat? Dann kommt das, was die meisten von euch kennen, das sogenannte Hartz IV oder Arbeitslosengeld II. Hartz IV ist ein umgangssprachlicher Begriff, so hieß das Gesetz, das damals diese Arbeitslosengeld II-Regelung eingeführt hat, nach dem Volkswagen-Manager Peter Hartz. Ja, das war das vierte dieser Gesetze, die da rausgekommen sind. Und es hat nun mal das Arbeitslosengeld 2 geregelt. Was passiert also, nachdem man nach 12 Monaten immer noch nichts gefunden hat? Nun, dann bekommt man einen festen Satz, nämlich 364 Euro, wenn man alleinstehend ist. Allerdings dazu noch Wohngeld. Das heißt, der Arbeitslosengeld II-Empfänger, nachdem er erfolgreich seinen Antrag beim Arbeitsamt durchgesetzt hat, bekommt eben jeden Monat diese 364 Euro und das Geld, das er für die Miete braucht. Und zusätzlich einige Anschaffungen, die unvermeidbar sind, beispielsweise ja, essentielle Möbel oder eine Waschmaschine oder ein Herd. Solche Dinge können auch vom Amt bewilligt werden. Allerdings ist das Problem im Vergleich zum Arbeitslosengeld I, dass er einige Bedingungen erfüllen muss, um überhaupt das Arbeitslosengeld II zu bekommen. Das Erste, was er tun muss, ist eine vollständige Angabe seiner kompletten Daten beim Amt. Nun, das Amt möchte die Daten einfach aus einem einzigen Grund. Es möchte schauen, ob nicht irgendwo noch Kapital, irgendwo noch Besitz ist, der dann, wenn er über eine gewisse Grenze geht, nicht mehr zum Hartz IV berechtigen würde. Das heißt, zum Beispiel hätte man dann über 10.000 Euro noch Rücklagen, dann würde man erstmal von diesen Ersparten leben müssen, bis man dann ab einer gewissen Grenze überhaupt berechtigt ist, dieses Arbeitslosengeld II zu bekommen. Ja, das ist das sogenannte Schonvermögen. Das allerdings, wenn man unter einer gewissen Grenze ist, meistens so etwa im Bereich 10.000 Euro, dann kann man das auch behalten und trotzdem Arbeitslosengeld II erhalten. Nun, was das Amt auch macht, ist Bedarfskontrollen durchzuführen. Das heißt, das Amt kommt zu einem nach Hause und schaut, ob die Angaben, die man vorher gemacht hat, auch wirklich stimmen. Ja, das heißt, wenn es dann heißt, okay, man ist alleinstehend, aber in Wirklichkeit lebt man auch mit jemandem zusammen, der oder die arbeitet, dann wird man eigentlich nicht mehr berechtigt, dieses Arbeitslosengeld II zu bekommen. Und wenn das Amt rausfindet, wird einem natürlich dann dieser Regelsatz gestrichen. Ja, diese Bedarfskontrollen sind relativ aufwendig und sind auch ein bisschen in politische Kritik geraten, weil es dann relativ scharfer Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung ist. Allerdings hat das Amt oder die Politik das für notwendig erachtet, um eben zu überprüfen, ob diese Angaben wirklich stimmen. Ja, ein weiterer Punkt, wieso auch Kontrollen durchgeführt werden, ist, dass der Betreffende oder die Betreffende auch immer schaut, möglichst in einen neuen Job zu kommen. Dafür gibt es die sogenannte Zumutbarkeitsregelung. Die damals, als 2005 dieses Gesetz eingeführt wurde, von der CDU noch mit hineingefügt wurde, nämlich wenn man einen zumutbaren Job ablehnt, das heißt einen Job, der einem vom Arbeitsamt angetragen wurde, wenn das abgelehnt wird, muss man 30% seines
Regelsatzes, also in diesem Fall von diesen 364 Euro, weniger bekommen. Ablehnung eines zumutbaren Jobs. Führt dann zu 30% Kürzung des Arbeitslosengeld. Nun, das heißt, wenn man dann eine Arbeit abgelehnt hat, sind es von diesen 364 Euro nur noch 70% übrig. Und wenn man dann nochmal einen Job ablehnt, kommen nochmal 30% Kürzung dazu. Wenn man es dann ein drittes Mal auch einen zumutbaren Job, also einen Job, den man körperlich gesehen hätte machen können, ablehnt, wird dieses Geld komplett gestrichen. Und damit aber dann die betreffende Person nicht verhungert, ist es dann so, dass dann Lebensmittelmarken ausgegeben werden. Ja, das ist nun dieser absolut gröbste Fall, das passiert auch nur in 1-2% der Fälle, die man überhaupt betrachtet. Nun schauen wir uns mal an, wie hoch das Arbeitslosengeld eins für andere Personengruppen ist. Wir haben hier 364 Euro für alleinstehende Personen. Allerdings ist es logisch, dass Personen zum Beispiel mit Kindern natürlich mehr bekommen. Also alleinstehend wissen wir 364 Euro. Dann wissen wir ein Ehepaar ohne Kinder. Hätte 646 Euro im Monat. Ein Ehepaar mit einem Kind unter 14 bekäme 862 Euro. Ein Ehepaar mit zwei Kindern über 14 bekäme 1221 Euro. Und ein Ehepaar mit jeweils drei Kindern über und unter 14 bekäme dann die Maximalleistung, nämlich 2154 Euro. In diesem Fall wäre allerdings nur dann eingetreten, wenn man natürlich wirklich sechs Kinder hätte und dann drei über 14, sehr seltener Fall. Das wäre die Maximalleistung. Nun, man sieht, man hat es dann in Verhältnissen jeweils, die in dieser Bedarfsgemeinschaft herrschen, angepasst. Allerdings, daraus hat sich ein Problem ergeben. Stellen wir uns vor, in dieser Großfamilie, ja, mit sechs Kindern, arbeitet nur der Vater und er hätte einen Nettolohn, der allerdings vielleicht hier deutlich darunter liegt. Ja. Das heißt, es wäre günstiger für diese Person, Arbeitslosengeld 2 zu beziehen, anstatt zu arbeiten. Und dieses Problem, das hat sich auch in letzter Zeit oft in der politischen Diskussion hervorgetan, nämlich dass der Unterschied zwischen Lohn und Arbeitslosengeld 2 oftmals zu gering ist, dass es sich lohnen würde, für die Arbeitslosengeldempfänger eine Arbeit zu suchen. Und dieses Problem, das hat vier Lösungsansätze, die ich euch in den folgenden Videos vorstellen werde. Dazu könnt ihr auf www.lorella.de gehen oder eben zum Beispiel auf Facebook und so weiter. Dankeschön.